Guten Tag, liebe Leute da draußen. Willkommen zu Sonatas Gaming Edge und dem nächsten Part Let's Play Digimon Cyber Sleuth. Ich habe mittlerweile schon längst keinen Überblick mehr darüber, welchen Part wir hier gerade aufzeichnen. Es könnte der 40. sein, es könnte auch der 45. sein, es könnte sogar der 50. sein. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel bietet einfach so unfassbar viel, Umfang. Das wird noch dauern. Und ich bin halt auch gern jemand, der sich um die Digimon kümmert, aber das werdet ihr sicherlich schon gemerkt haben. Und nachdem wir das letzte Mal diesen komischen Fall mit den Puppen mehr oder weniger abgeschlossen haben, er wird sicherlich nochmal seine Fortführung finden, möchte ich diesmal jetzt beginnen. Was ist denn jetzt los? Ach, die beiden Farmtrainings sind fertig. Oder gab's hier was? Ne. Okay. Dann starten wir kurz neue Trainings. Aber erstmal gucken wir mal, ob wir jetzt mittlerweile auch digitiermäßig was tun können. Glauben tue ich es nicht. Ja, unser ewiges, in Anführungszeichen, Leidenskind. Ach, guck mal, das ist auch eine DNA-Digitation. Deswegen muss Angemon mein Freund sein. Ja, warte mal, wir haben doch. Habe ich nicht irgendwo noch Patamon rumfliegen gehabt? War das nicht so? Ich glaube nicht, ne? Ich habe den, glaube ich, zu was anderes digitieren lassen. Ja, du kannst auch immer noch nicht zu nix werden. 65, 5, 65, 85. Wie sieht es denn bei dir aus? Na, beides weitaus zu niedrig. Ich warte noch ab. GeoGreymon kann auch noch zu gar nichts werden. Defensive 95. Wie hoch ist deine Defensive? 63, liebe Güte. Wie sieht's mit dem aus? Level 30, Cam 50%. Das ist machbar, auch wenn Cam noch bei 0 ist, aber das kriegt man relativ leicht hoch. Und hier wirst du wahrscheinlich. Obwohl, er braucht nur SPD 70. Wie viel hat er? Bitte nicht so wenig. Er hat 124. Das hat er doch. Was fehlt denn? Hä? Ach so, nein. Oh Gott, ich bin blind. Attack 120. Ich hab. SPD habe ich ja. Da muss ich das doch gar nicht mehr bei Ankylomon versuchen. Dann machen wir das mit ihm hier. Attack 120, Def 85. Das sollte machbar sein. Das sollte machbar sein. Der hat ja noch Zeit bis Level 41. Ja. Okay. Dann wollte ich noch mal ins zweite gucken. Ja, du brauchst noch. Ihr braucht alle noch Zeit. Was ist mit dir, mein Freund? Ach, guck mal. Das hier wäre möglich. Aber ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Das halte ich mir mal offen, die Option. Pac-Mon. Ja, der kann immer noch zu gar nichts werden. Der braucht auch gefühlt ewig zu leveln. Andromon ist ja schon ultra. Armadillomon, sowas kannst denn du werden. Ja. Eigentlich müsste ich es zu ihm hier machen. Einfach nur, weil ich den noch nicht hab. Also machen wir das jetzt auch. Ich weiß, wer das ist. Aber ist ja auch egal. So. Geremon. Das ist eine Abwandlung von Numemon wahrscheinlich. Zu was kann der denn so werden? Zu dem Stern, zu Etemon? Und wahrscheinlich ist das wieder Metallmamemon. So. Sonst haben wir nichts. Nein. Ich hatte mir hier was offen gehalten, nämlich mit wem war's? Hilf mir. Wer? Sorcerymon war es nicht. Na, scheiße. Wer war es denn nochmal? Warst du doch in A1 und 2 noch? Tanjamon war es nicht. Nein, nein. Ach genau, Gaogamon war es. Ja, da speichere ich aber kurz vorher. Das Vieh sieht nämlich nicht gerade cool aus, was ich da erblicke, aber wir probieren es mal aus. Doch, ich will speichern. Gut. Nein, Digivolve. Hau mal raus. Was wird denn das jetzt? Ja, das ist nicht so cool, das ist nicht so uncool. Mach.
Gaogamon oder Mac oder Mac oder Match, keine Ahnung. Noch nie gesehen, das Digimon. Ich weiß auch nicht, aus welchem Ableger das kommt, aber es hat einen Wrestling-Gürtel, sozusagen. Hat Stil. Zu was kann der denn werden? Zu drei uns komplett. Das sieht aus wie Maschinenramon. Zu drei uns sonst dann zu zwei anderen, die ich nicht kenne. Das bin ich mal gespannt. Ja, jetzt will ich gerne. Ah, Gaogreymon würde ich so gerne. Das ist wahrscheinlich Skullgreymon. Das ist relativ sicher. Wie kriege ich denn den. Defensivwert höher. Der ist nur bei 63 momentan. Habe ich denn. Ich habe kein Futter, was das erhöht, oder? Schauen wir uns mal kurz an. Wo ist er denn? Da. Ne, Digimeat habe ich nur HP, Int. Ne, nichts dergleichen. Wir machen erstmal Training. Eigentlich ist Cam doch scheißegal, oder? Sind wir mal ganz ehrlich, das ist der Wert, der am leichtesten hochzukriegen ist. Deswegen scheiße ich jetzt auch gerade mal drauf. So, Patamon wollte ich mir noch besorgen. Oder Angemon. Kann ich das irgendwo hier? Haben wir irgendein Vieh, was zu Angemon werden kann? So, ja, hier Tokomon muss ich mir noch mal dann nehmen wahrscheinlich. Ja, dann nehmen wir Tokomon, ist ja kein Problem. Wo ist er? Da. Move. Tokomon Farm Island 2. Ja, tausche erstmal mit dem. So. Was wir jetzt kurz mal machen. Ein paar Kämpfe machen kurz, um Exvemon ein kleines bisschen zu pushen. Das werden wir natürlich mal wieder hier mit tun. Panik, scheiße. Gehen wir auf Nummer sicher. Gut. Sehr schön. Ich will nur seinen Cam-Wert auch ein bisschen im Auge behalten. 55. So, das merke ich mir jetzt mal. 55. Sehr schön. So, wie weit hat er sich jetzt verändert? Zum Vergleich. 56. Okay, das ist echt pro Kampf. Haben wir vielleicht noch ein Item, was Cam erhöht? Man weiß es nicht. Ja, hier. Komm, einen Kampf machen wir noch. Thank you.
Gut. Dann hauen wir jetzt wieder ab. Yes. Was können wir denn jetzt machen? Wir fragen einfach mal Kyoko. Die wird uns bestimmt helfen können. Detective Matayoshi says Arata's been seen in Shinjuku a lot. What's he up to? What's he's up to? Haben wir hier noch was Neues? Nein. Immer noch die langweiligen Sammeldinger. Dann gehen wir mal gucken, was Arata macht. Wahrscheinlich mit dem komischen Typen dahinterher spionieren oder so. Und ja, ich habe mir tatsächlich gemerkt, wo wir hin müssen. Innerhalb dieser 5 Sekunden. Da ist er doch schon. Hey, what are you doing around here? You're telling me the great cyber sleuth is just walking around looking for a job? Just joking with you. If you're free, do you want to hang out? Actually, this written challenge just came from some mysterious guy. It says in my hand I am holding a very rare out of print edition of the comic Bakuan Delete. If you want it, accept the challenge. Basically, this is rare. It's a rare comic contest. What do you think? Interesting, right? We should do it together. Ah, I know, I know. I'll send it to Kyoko as an official request. Quest, meine ich natürlich. If she finds out we're slacking off work to go mess around, Kyoko's gonna explode. Mein Gott, ey. Dafür laufe ich jetzt nochmal zurück, ne? Was gibt's denn dafür? Farm Plugs, Expansion Plugin, okay. Nein, ich hab zweimal die Pfeiltaste nach rechts gedrückt. Hä? Jetzt hat er sich woanders hin verpisst, der Sack. Wo ist der denn jetzt? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wo ist der jetzt hin? Moment. Arata Community Area. Warum ist der denn jetzt da? Das hat er aber nicht gesagt. Wahrscheinlich stand es in der Fallbeschreibung und ich habe es nicht gelesen. Oh, you're here at last. You're late. Hey, is this your friend? Okay, so this guy's... You're doing... What? So this is the guy you're doing the rare comic contest with this time. Okay, then do your best. We'll see ya. Takumi, so I was telling you about the written challenge from the suspicious guy, right? That suspicious guy is a rare comic collector. He brings participants in with the promise of rare comics and then gets them to answer fan questions he comes up with. All over Eden there are contest organizers, so-called game masters, who ask the questions everyone has to answer. The way it works is that the first one to reach the rare comic collector will be presented with one of his best comics. You can't just buy a rare comic from the collector. Man, what I wouldn't do to get that rare comic.
I'm literally salivating at the very thought. We've got to do it. We've got to win. We need to get our hands on the Red Comet. Huh? You want to know what Baku and Delete is? It's a long story, but a good one. I think I'm good. Baku and Delete, or Baku Delete, jetzt erzählt das mir trotzdem, is set in a turn of the century dystopia. Oder meinte er jetzt mit I'm good, dass er, ach, egal. Baku in a Bomber Garden is the scene of a wild hero and heroine adventure. The hero is Shokyo Haku. He's the head of the student council, a brilliant genius and a senior at a private school called Saint Erase. Not just that, but he's an incredible hacker. Aku Soku Delete. He's vowed never to kill. He destroys evil hackers all in the name of justice. At the start of the series, he's a detective who can use hacking, but... Huh? Are you even listening to me? No. Well, I did tell you what it was a long story. Well, anyway, Baku Delete is now out of print. This is an amazing chance to get the final volume of the comic, which is extremely rare. Huh? Why is it out of print? Well, that's a long story. Wanna hear it? No. Well, it's just an overreaction. From when it was published, harmful hackers started to pop up in Eden, and people feared the comic was to blame. Believe it or not, they suspected the author of being a hacker himself, and he was arrested. After that, it was recalled and went out of print. It was always just a minor comic with a few fans. The shop stopped stocking it 3 days before the arrest, making it an extremely rare comic. Now you can get the contents of the comic on the web, but nothing beats the real deal. Hey, are you even listening to me? Nine. Huh? You want to know who the suspicious guy who issued the written challenge is? Well, basically, you see, I guess nobody really knows, to be honest. Okay, so this is the starting point. The Game Master must be around here somewhere. Let's find the first Game Master and solve the first puzzle. Das wird super spannend. A monument is a miniature of Eden. Is that the latest Digivice? Sweet! If I had one, I could do so much. Blah blah, das kenne ich schon. Haha! You're also a participant in the contest, right? Okay, so answer the following question. Question. In which frame of which volume of the comic series did the main character's rival Icho Nusuke Jinda first appear? Keine Ahnung. Oh, this is a difficult question for you. Pff, it's an easy one for me. The answer is volume 33, frame 2, right? It's the scene where General Asimov brings him to the classroom. Hahaha, correct. But this was just a beginner level question. Next, please, go to the entrance of Eden. You will be asked another question by the next Game Master. Mann, ist das öde. Okay, the second Game Master should be around here somewhere. Let's look for him and answer the next question. Are you the Game Master? Okay then, let's get started! Question. In Baku Delete, what is the name of the pet rabbit that belongs to Rodrigo, the main character's Japanese-Brazilian next-door neighbor? Mein Gott, ich sitz grad doof. The dog was called John, the cat was called Polish, and the monkey was called Ekaterina. Really? Is it Pionkichi? Wow, that's amazing, correct! So far you've been able to answer all the questions easily, just what I'd expect from you, Arata. Next, you should go to the Eden community area. There you will be asked the final question by the next Game Master. The first one was want to answer the question correctly will be given the red comic. Okay, try your best and good luck!
Irgendwas geht doch da nicht mit rechten Dingen zu, bestimmt. The top tier game master should be around here, somewhere. Let's look for him and answer the next question. You're the top tier game master, right? Precisely. You finally made it here. Of course it would be you, Arata. So, shall we get to the final question? Question. The main character in Bakuen Delete, Shokyu Haku, went to school by the name of... Hehe, that's an easy one. It's called Sandy Ray's Private School, High School, right? However, I'm afraid I need to exact the name and address of the school. But I don't know. Keine Ahnung. Uh-oh, sorry, wrong answer. Which one is it? Oh yeah, I think it came up in volume 18, the scene with the school entry application acceptance. Ah, damn it. Come on, I know this. I don't remember. Hey Takumi, can you figure it out? If you go ask some comic book nerds around the Broadway used bookstore, they probably know, please. Toll. Was für ein super spannender Auftrag. So, der Bookstore muss ja hier irgendwo sein dann, ne? Hoffe ich doch. Oder ist der in Nakano? Ich weiß es gerade selber nicht. Kann auch sein, dass der in Nakano... Der ist, glaube ich, in Nakano, ne? Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, gehen wir auch hier lang. You never know. Ne. Ja gut, hier können wir aber auch zur Map. Der ist in Nakano. Ne, kommen wir nicht. So eine Gülle. Faster, harder, scooter. Oh Gott, hier kommt man wieder nirgendwo auf die Karte, ne? Es ist so zum Abkotzen. Wo ist denn der Scheiß? Ich weiß das nicht. Da. What now? Huh? Sandy Ray's high school address? Who the hell are you and why are you asking me this out of the blue? Sandy Ray's high school? You mean the one that the main character from Bakuen Delete went to? Oh, well, you know, even though I'm an expert at everything to do with comic books, when you ask me out of nowhere like that... No, that's an easy one. Sandy Ray's high school is at Kingston 528. But why are you asking? What? A rare comic contest? If you can answer the question, you get a copy of the legendary final volume of Bakuen Delete? What? No, no freaking way. Are you freaking kidding me? You gotta tell me about it. Fuck you. Es wird jetzt uns gehören. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier lang? No one knows. Egal, schnell zurück. Oh yeah, that's it. It's a Kingston address, but I can't remember the number.
Come on, come on, come on! Hurry up and answer already! Someone else will win the rare comic! No! Oh, Takumi, how did it... Do you know the answer? That's it! Kingston 528! That's it, exactly! Congratulations! That's the right answer! Yes, I did it! Takumi, thank you so much! That's it! You've answered all the questions! Please go to the Eden Free area now! If you get there first, the comic will be yours! Yeah, Takumi! The mysterious guy who organized this contest seems to be in Eden Free area! Quick, let's go! Da stimmt doch eh was nicht. Das stinkt bis zum Himmel. Was ist denn? Tokomon Max Level. Warte, das können wir... Ach, egal, das machen wir gleich. Hey Arata! Oh, so close! Unfortunately, someone else got here before you. You're the second one here, Arata. No, no, really? Yes, it was really. It's just a split second difference, actually. I can't believe it. I tried so hard. Well, what can you do? It was fun, so I guess it's not a total loss. It was a nice way to pass the time. Well then, Arata, maybe we should hold another rare comic contest in the future? Oh, cool. Yeah, definitely. Next time, I'm the organizer. Hmm? Oh yeah, I know this guy. Huh? I said he was suspicious looking? No, I never said that. Das hat nur gesagt, damit wir ihm helfen. Well, I think it spices things up a bit, calling him suspicious and all that. Actually, I do that all the time with my friends. This guy is, well, sort of my friend, or whatever. What is it? Is something wrong? Arata, you're friends with some weird people, so you're just posing as cool loner. Arata, you're such a nerd. Don't say that! That's not true at all! Well, even so, it was fun, right? You should take part next time too. Baku and Delete, a comic about hackers having engaging in battles with each other. It's a comic for people like him who have a kind of sickness. Still a rare comic context amongst friends. I wonder why humans would bother putting so much energy into something so utterly fruitless. They really have a lot of time on their hands. Neuer Fall? Nö. Okay. Hey, was ist denn? People are never-ending source of surprise. I never pictured other types of the table wrangling around to Jakob Rasmussen. Oh, please! 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 Gut, ist mir scheißegal. Ja, da jetzt hier wahrscheinlich ein ewig langes Gespräch folgen wird, werden wir jetzt hier mitten in der Unterhaltung unterbrechen. I am very sorry, aber wer die bisherigen Parts verfolgt hat, der wird festgestellt haben, wenn zum Ende hin nochmal eine Konversation kommt, wo Sprachausgabe dabei ist, werden wir unter 10 Minuten meistens nicht rausgelassen. Und das will ich mir und euch jetzt nicht antun. Deswegen starten wir beim nächsten Part mit dieser wahrscheinlich super krassen Konversation und obwohl es geht mit der Hauptstory weiter, wie es aussieht, denn Yuko ist ja auch da. Seid gespannt. Ich bin es. Ihr müsst es sein. Schaltet ein. Naja, war nicht sehr überzeugend, oder? Egal. Ihr schaltet bestimmt ein. Klar, ich bin doch super. Beste Let's Player ever. Plus, minus. Okay, ich höre jetzt auf. Naja, danke an alle, die dabei waren. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht es gut.